Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Wir sind wieder bei Aion nach unserer letzten Folge, die sehr, naja, nervig geendet hat. Okay. Talvani-Ratsherren. Wie ich sehe, habt ihr die Stimmen aller überlebenden Talvani-Ratsherren. Das bedeutet, ihr seid nun Hortator von Haus Talvani und ich habe etwas für euch. Man nennt es die Robe des Hortators. Sie ist ein uraltes Artefakt, das seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt wurde. Aber sie wird euch gefallen. Ich wünsche euch Glück, Hortator. Vielleicht werde ich euch sogar in meine Gebete einschließen. Lebt wohl. Sehr schön. Jetzt sollten wir... Nee. Kann ich euch irgendwie helfen, aber fast. Geht nach Lalu und okay, aha. Okay, also als erstes geht's nach Balmora. Heia. Wie groß ist denn Balmora und deren Umkreis? Jetzt hat. Endlich heilen. Ja. Lalu Wohnbezirk oder Wohnbezirk Ratsbezirk, sonst ist es glaube ich auf der anderen Seite. Ah, da Haus Lalu. Das wird so möglich sein. Was? Warum stört ihr mich? Versperrt. Kein weiterer Eingang. Achso, das. Nee. Das ist versperrt. Das ist Sonderwacht. Das ist versperrt. Jetzt können wir nicht mehr raus. Hilfe, ich bin hier eingesperrt. Na gut. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als einzubrechen. Kennt mich mal hier.
gar nicht. Wow. Da liegt eine Leiche, meine Herren. Das wird nicht rein. Jemand bestimmt, das wäre nicht schlecht. Da. In den Ratshallen, die Lenodorwei, genau, die will ich sprechen. Sind das die Ratshallen? Morakton, Haus Nerano. Ah, Haus des Lalurats. Dann müssen wir wohl hier hin. Sie war Haus Lalu versperrt. Okay, die Lenodingenskirche. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet. Was jetzt? Ich hoffe, das wird nicht lange dauern. Das sind schon die Ratshallen. Okay, sind die Ratshallen, das ist das Haus des Rates. Aber das ist doch eigentlich dasselbe. Ihr redet wahrlich viel. Einfach vorbeigelaufen. Das ist eine aktuelle Ausgabe von Gelben Buch des Fürsten aus Lalo. Es führt die derzeitigen Lalo-Ratsherren und mit ihren jeweiligen Residenz auf. Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung könnte ich euch mehr erzählen. Der Mann, mit dem ihr sprechen solltet, ist Cassius Curio. Sein Haus steht auf dem Lalo-Platz in Vivek. Von den Lalo-Haustern ist er derjenige, der euch am wahrscheinlichsten zuhören wird, was immer euer Anliegen sein mag. Okay, danke schön. Was haben wir? Das gelbe Buch. Okay, braun ist für Telvanni. Und gelb. Da gibt's Velanda Omani, Trambero, Cassius Curio, Jüngling, Halbzoll, Ran Ulis, Atien Leta. Aha. Gut. Da-da-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Fremdenviertel ist er hoffentlich. Ah ne, schon mal im Lalo-Bezirk. Lalo Wohninsel Plaza Hausgruppe. Okay. Lalo Wohninsel ist leider nicht das, ist Terwani. Okay, aber ich tippe dann mal. Alter, am besten. Ich sehe wieder alles, das ist schön. Da geht's aber nicht weiter. Heilige Olms, heilige Dene. Ist das ein Fremdenviertel? Da muss es weitergehen. Das ist, wird mir nur nicht angezeigt. Hier rüber.
Ah, so. Einfach weiter. Da, Lalo. Passt doch. Und zwar nach oben. Ne, so sehe ich nichts. Da wollte ich rein. So. Ach ja, wie oft wir noch nach Vivek müssen. Ihr auch sucht. Ich bin mir sicher, dass ich nicht weiß. Was? Warum stört ihr mich? Weil ich an ihnen vorbei muss. Ach, der hat den nicht mehr mögen. War das nicht? Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Egal. Lalu Hortato. Ein Hortato ist ein Kriegsherr in Großenhausen. Es handelt sich dabei um eine alte Tradition, die heute nur noch selten gepflegt wird. Eigene Geschichte erzählen und darum bitten, zum Hortato bestimmt zu werden. Sie wollt Hortato werden. Wie schade. Orvas Drehen möchte nicht, dass ihr Hortato werdet. Und nun wenige Razzien wären bereits sehr Drehens Missbilligung zu riskieren. Aber wenn ihr mir eine kleine Schenkung von 1000 Draken geben würdet, könnte ich es überdenken. 1000 Draken? Echt? Geizige. Ja, was zuvorkommendes Geschenk. Woher wusstet ihr das? Gold. Das ist genau das, was ich wollte. Aber nun zu eurem Geschenk. Ich habe genau das, was ihr wollt. In meinem Eigenschaft als Rate von Lalu gebe ich euch meine Stimme für den Titel des Hortatas. Vielleicht kann ich euch ja einen Vorschlag machen. Gewiss könnt ihr Drambero überzeugen, eure Kandidatur zur Tata zu unterstützen, wenn ihr ihn findet. Orvas Dren hat Neren, Ulis und Velan Omani in der Tasche. Vielleicht solltet ihr einen kleinen Ausflug zum Drenplantage machen, bevor ihr mit ihnen spricht. Und dann wäre da noch Jüngling Halbtroll. Drambero ist sehr verschieden, wohnt irgendwo hier in Vivek. Ah. Er ist das Oberhaupt der Kommune Tong. Oh, und lebt eine Plantage auf den Askadia-Inseln. Vielleicht könnt ihr ihn bestechen oder überlisten. Er verachtet das Kaiserreich und mir ist zu Ohren gekommen, dass er und das Sechste aus irgendeiner Abmachung miteinander haben. Kommune Tong wird immer schlimmer, ne? Sie lebt in Haus Ulis in der Nähe von Suran, geht auf der Straße Richtung Norden aus Suran heraus, über die Brücke in Richtung Westen und sucht nach einem Haus südlich der Straße. Drahtzehren werden Omani lebt auf der Insel Ilmas außerhalb von Vivek und bequert die Brücke, die vom Telvani-Bezirk zum Westland führt, wendet euch dann nach Süden und geht über die Brücke zur Insel Ilmas. Der vom Südende der Brücke ausgehende Pfad führt direkt zum Haus Omani. Okay, also drei sind in der Nähe von Vivek. Trennplantage ist jetzt auch nicht weit weg. Ein Halbtroll ist ein Fremder wie ich, doch er versteht die Dunmer einfach nicht so, wie ich es tue. Wenn ihr euch seine entledigen wollt, würde das die anderen Ratsherren nicht besonders aufregen. Doch solltet ihr einen von uns anderen töten, wäre das natürlich etwas anderes. Er lebt in Haus Jüngling in der heiligen Olms Wohninsel. Also, zwei leben hier in Vivek. Eine im Südosten, eine auf der Drenplantage und noch eine in Suran. Sprecht. Heißt hier zwei, dann wahrscheinlich da noch einer. Die Drenplantage ist hier. Nee. Wo ist die Drenplantage? Die wäre hier, nee, ist die Kumpfäbe. Und Suran war noch gleich. Oje, was Suran? Wenn sie nach Norden geht, ist so. Ach ja, Suran war ja hier. Also auch hier. Und Drenplantage wird wahrscheinlich auch in der Nähe sein. Nur dort waren wir noch nie. Okay. Gut, gut, fangen wir mit dem an, mit dem wir wissen, wo er ist. Sag, also was von ihr denen, wollt, die wegleben. Nämlich den Jünglin Halftroll.
oder Halbtroll, schlecht übersetzt. Das ist meine Vermutung. Heilige Olms war hier unten im Südwesten. Heilige Olms und Plaza. Ah, gut. Im Plaza, der passt ja perfekt. So. Und dann hier. Oh. Nee. Dann war Plaza auf der Seite. Auf der Seite. Mal schauen, ob der auch so einfach mit Geld zu bestechen ist. Ansonsten dürfen wir ihn ja erledigen. Aber eigentlich ist es wirklich nötig, dass wir miteinander sprechen? Ja. Woher soll ich wissen, ob man euch überhaupt haben kann? Oh, es ist aber stark verschlossen. Nicht, dass der da unten ist. Sagt, was ihr wollt, oder geht zur Sache. Ah. Halt, das ist doch kein Troll. Das ist ein Lord. Ah. Ja. Uiuiui. Wartatut. Nee. Lalu. Wartatut. Eigentlich bei H. Ah, da. Also, kriegst du eigene Geschichte. Das ist eine wirklich rührende Geschichte. Wenn ihr keine 200.000 Fragen bekommt, ihr meine Stimme nicht. Ein Vergnügen, mit euch Geschäft zu machen, näher war. Ich stehe zu meinen Worten und habe meine Stimme für das Amt des Tatus von Lalu. Sobald ihr die Stimme von allen Mitgliedern habt, solltet ihr mit Crassus Kugel reden. Lebt wohl. Das war ja einfach. Und sozialer als sie zu bringen. So. Drei Ambere finden sie am gleichen Ort im Spukhaus. Ah. Ja, ich habe in der Lösung nachgeschaut, aber besser das als überall rumzuschauen. Und vielleicht hätte es irgendwie noch gewusst, wenn wir ihn gefragt hätten. Aber naja. Das ist es. Fand ich gut. Ah, ich bin ein Feder! Ich weiß nicht, wie man hier holen kann, aber okay. So. Redet wahrlich zu viel. Was soll ich denn? Oh, Geschichte. Ihr habt mich gefunden, das bedeutet, dass ihr nicht dumm seid. Ja, ich werde für euch als Vertater stimmen, aber meine Stimme allein zählt nicht viel. Ringlin ist ein Dummkopf, ihr könnt ihn bestechen oder töten. Crassus Kugel ist ein leidenschaftlicher Mann und manipulierbar, aber Velando und Nevena sind Orvastrens Schergen und sie werden nichts ohne seine Zustimmung tun. Das weiß ich schon. Wie der Crassus schon gesagt. Also, sollten wir erst ihm. Okay, östlich von Pelagiat.
Pelagiat. So. Nach Osten. Und zwar... genau, ist sie vom Berg eingerahmt von Seen, Hairan und Amaya. Ah, die haben sogar Namen. Eingerahmt von den Aztekern oder was? Ah, schau mal meine Landkarte. Wo Hairan oder Amaya? Ah, so. Ja, das ist... das scheint schon wieder so sein. Die Trennplantage. Aber eher hier. Ah, das ist. So. Pelagiat, genau östlich. Da. Also ich sehe jedenfalls das, was nach Plantage aussieht. Und einen Gegner. Ja. Kein. Bist du auch was drin? Nein. Bist du ein friedlicher? Ein Quarky. Das ist aber ein netter Name. Nee, das ist falsch. Leuwind, das ist nicht die Trennplantage. Mist. Hm. Okay, also so riesig, das muss doch die Trennplantage sein, oder? Was anders wäre ja nur... wahrscheinlich lauter Grünmistler. Hallo! Aber wo zur Hölle? Wo war das nochmal? So. Lagerhaus wird da wahrscheinlich nicht sein. Der Herr oben drin. Ja, im Trennherrenhaus. Aber nicht diese Person. Ah, die Chefs sind immer ganz oben. Das ist so eine... ah ja, da ist er schon mal. Also sicher, sicher. Überzeugen mit 100 Draken auf Level 70. Ah ja, das ist doch cool. Ihr möchtet also Hortate von Auslalo werden und werdet und ihr seid gekommen. Ihr seid unglaublich weise für einen Fremdländer. Was bedeutet euch der Titel eines Hortates? Warum wollt ihr Hortate sein? Um Dagoth Ur besiegen zu können, um Morrowind vor dem Kaiserreich zu schützen. Ich glaube, es war ein Fehler, den alten Göttern den Rücken zu kehren. Vielleicht ist Azura doch auf eurer Seite. Oder auch nicht. Ich habe mit Dagoth Ur gesprochen. Er versprach mir ebenfalls, dass er die Fremdländer vertreiben wird. Aber ich verpasse ungern eine gute Gelegenheit und will gerne mein Glück auf verschiedene Wege probieren. Wenn ihr am Wort steht, Dunkelelf, so bin ich euer Verbündeter. Ich werde Velanda, Omani und Nilvanis Ulis bitten, euch zu helfen, Hortate von Lalu zu werden. So. So einfach ging das. Einfach kurz anschwindeln. Ja. Hilfe! Achso, da geht's raus. Gut, das, der Typ ist auch erledigt. So, auf nach Suran. Uns beeilen, wenn wir es alle noch schaffen wollen. Westlich von Suran. Also hier. Aus Ulis westlich von. Ah, warte mal, war das nicht? Ne, das Haus oben, schade. Das wohl, nee. Viel zu nah dafür. Etwas Glück ist das Haus Ulis. Komm schon. Yes! Und wie brauchen wir... ah ja, immer oben.
So. Immer diese langen Gänge. So, zu einer Verhandlung mit euch. Was kann ich einfach für euch tun? Hortator. Oh, ja, ja. Serra Nerva, die Hortator-Sache richtig ist. Sie sagt, wenn ich wüsste, was für gut für mich sei, würde ich tun, worum ihr mich bittet. So, ihr wollt Hortator werden. Ich mache euch zum Hortator. Ich stimme für euch. Das ist alles, was ich tun muss. Richtig? Sobald alle Ratsherren einverstanden sind, müsst ihr zu Crassius Kuro gehen. Gut. Und wo will die so schnell hin? Egal. COC. So, gut, dass wir schon eher östlich sind. Er meinte, Tervani rausgehen und dann anschließend... Oh, der lebt wieder, oder? Oder haben wir ihn erledigt? Weiß ich gar nicht. So. Gut, nur noch 3 Minuten. Komm, das schaffen wir. Wenigstens. Zur Frau Romani. Ah ja, genau hier. Das müsste die Insel Nias. Also, weiß ich nicht mehr genau sein. Genau hier. Uah, aua. Ich bin gerade von meiner Stuhllinie abgerutscht. Gegner. Ah, ein Gebäude. Ellenhund, das mag ich nicht. Aber wie scheint, können wir es zu 100% friedlich lösen. Ist doch gut, nur ein bisschen Bestechung labern. Aber die hat Bodyguards. Dann wird es das wohl sein. Und wie immer wohnen sie natürlich oben, die Herren und Damen. Nicht. Du bist nicht weit genug hoch, Ben. Einer von euch ist es. Hallo, Hortator. Ja, natürlich, ihr wollt zum Hortator von Oslalo ermahnen. Gesagt, getan. Ich werde natürlich die Bestätigung aller anderen Lalo-Razzien einholen müssen. Doch ich bin zuversichtlich, dass ihr sie überzeugen könnt. Sobald alle Razzien zugestimmt haben, schlecht wieder mit Crassius Kuro. Er wird euch den Gürtel des Hortators geben. Genau das haben wir auch erledigt. Und da würde ich sagen, die Folge ist zu Ende. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Crassius Kuro. Tschüss.